ineffiziente, unproduktive Unternehmen, die Dinge herstellen, die keiner braucht oder die sie zu teuer herstellen und im Wettbewerb nicht überlebensfähig wären, werden durch diese Subvention künstlich am Leben erhalten. Und das hat dazu geführt, dass die Zahl der Pleiten seit Beginn der Krise 2007, 2008 kontinuierlich gefallen ist. Und mittlerweile haben wir unsere gesamte Volkswirtschaft mit einer riesigen Menge von solchen Unternehmen verseucht, die schon lange tot sein sollten, es aber nicht sind. Ungefähr 15% aller Unternehmen sind sogenannte Zombies, die nur deswegen noch am Leben sind, weil sie keine Zinsen zahlen müssen. Und die sofort umkippen, wenn sie Zinsen zahlen müssten auf ihr Fremdkapital. Die Summe der Kredite, die die Zombie-Unternehmen, diese 15%, die tot sein sollten, die Summe der Kredite, die die bekommen haben, ist höher als die Summe des Eigenkapitals der Banken in Europa. Ungefähr 1.600 Milliarden Euro. Das wird also voraussichtlich Ende dieses Jahres an sein Limit kommen. Es kann aber auch früher passieren, nämlich dann, wenn jetzt eine Kontraktion eintritt durch die Rezession, vor der wir gerade stehen. Wenn wir dieses Hochschaukeln erleben werden, dass also die Banken Geld verlieren durch die Zombie-Pleiten und das Eigenkapital der Banken dann aufgezehrt wird, dann wird es zu Bankenpleiten kommen. Und diese Bankenpleiten, das werden keine einzelnen Banken sein. Das ist nicht so wie das letzte Mal, als Lehman gekippt ist, wo wir in jedem Land ein oder zwei Banken hatten, die da irgendwie gerettet werden mussten. Das ist eine andere Größenordnung, die dann vor uns steht. Das bedeutet nämlich, dass alle Banken umkippen. Jede einzelne Bank. Und die Banken, die nicht dadurch umkippen, dass ihre Kredite weg sind, die werden dadurch umkippen, dass die anderen Banken umkippen, weil die Banken untereinander über Interbankengeschäft und Derivate und Sicherungsinstitute und was es alles gibt, verknüpft sind und verbunden sind und sich gar nicht aus dem System rauslösen können. Das heißt, auch gesunde Banken stehen dann auf der Kippe. Und um diese Banken insgesamt zu retten, ist ein riesiger Betrag notwendig. Dieser Betrag beläuft sich auf ungefähr 7.500 bis 8.500 Milliarden Euro. Und dieses Geld hat niemand. Die Staaten haben es nicht, der Steuerzahler hat es auch nicht. Aber es gibt einen, der es drucken kann. Wir alle kennen diese Institution, die es drucken kann, das ist die EZB. Und sie wird es drucken, da können Sie sich drauf verlassen. Das Problem wird mit Helikoptergeld gelöst. Und wenn Sie 8.000 Milliarden Euro drucken, dann bedeutet das, dass Sie die Zentralbankgeldmenge mehr oder minder über Nacht verdreifachen. Das wird einen Inflationsschub auslösen, der Ihre Ersparnisse ausradiert, Ihre Lebensversicherungen ausradiert, Ihr Anleihen ausradiert, alles, was Nominalvermögen ist, wird ausradiert. Aber vorher wird in dem Kollaps der Banken und Unternehmen Ihr Aktienvermögen übrigens auch ausradiert. Und Ihr Immobilienvermögen war auch schon dran dann, zu dem Zeitpunkt. Bevor ich sozusagen in die Materie meines Vortrages einsteige, vielleicht so 1, 2, 3 Sätze zu der Frage Bargeld, Geldwäsche und so weiter, weil das ja immer ein extrem wichtiges Thema ist. Denn am Ende, und das werden Sie auch in meinem Vortrag sehen, geht es hier um die Freiheit und um nichts sonst. Die große Auseinandersetzung unserer Tage ist Sozialismus oder Freiheit. Und wenn wir diese Auseinandersetzung verlieren, dann landen wir für sehr, sehr lange Zeit in der Knechtschaft, meine Damen und Herren. Und das Bargeldverbot ist ein Hauptinstrumentarium, um dieses zu erreichen. Die Perfidie übrigens dieser Idee, auf Bargeld-Negativzinsen einzuführen, ist aus der Beschreibung meines geschätzten Vorredners noch gar nicht richtig hervorgegangen. Nicht nur, dass Sie nicht mehr das Geld bekommen, was Sie eingezahlt haben auf Ihr Konto, also Sie haben ein Konto um 500 Euro drauf und nach einem Jahr bekommen Sie nur noch 450 oder 480 oder wie hoch auch immer der Negativzins ist, sondern auch das Bargeld, das Sie dann entnehmen, wird negativ verzinst. Sie nehmen die 500 Euro, stecken Sie ins Portemonnaie und wollen Sie ein Jahr später wieder einzahlen und dann bekommen Sie nur noch 480 Euro gutgeschrieben auf Ihrem Konto. Es ist also ein spiegelbildliches System negativer Zinsen für Sichtgeld, also für Sichteinlagen und für Bargeld, das man sich da beim IWF ausgedacht hat. Aber ich kann Ihnen auch eines sagen, meine Damen und Herren, nach 30 Jahren Erfahrung mit Banken, Regulatoren und Regierungen als Berater, dieses ist ein Zeichen der Verzweiflung. Wenn Sie so einen gequirlten Unsinn sich anhören müssen aus scheinbar berufenem Munde, dann können Sie davon ausgehen, dass Panik und Verzweiflung das Gehirn regiert, das so etwas hervorbringt. Und genau so ist es auch. Und auch die jüngsten Zinsbeschlüsse der EZB sind von Panik und Verzweiflung geprägt, und zwar deswegen, weil man weiß, dass man vor der Wand steht. Und wie man muss unterscheiden die Frage, was sind die Eigenschaften, die Geld haben soll, und was sind die Probleme, die eigentlich unser Geldsystem hat.
Und da ist es jetzt mal so, dass ich zunächst mal den kleinen Hinweis mir erlaube, dass diese ganze Zombie-Unternehmensfrage, die ja letzten Endes eine Fehlallokation von Ressourcen anzeigt, letzten Endes nicht auf meinem Mist gewachsen ist, sondern sie ist ein Sonderfall der von Mises'schen monetären Konjunkturtheorie, also der österreichischen Schule, der von Mises'schen Konjunkturtheorie der monetären. Und das wurde ja in den 20er Jahren schon entwickelt, nämlich dahingehend, dass von Mises gesagt hat, wenn ein Ungleichgewicht sich angestaut hat und die Geldpolitik versucht, das durch das Drucken von Geld zu akkommodieren, dann wird das letzten Endes zu einer Verschiebung der Krise führen. Und umso länger man diese Krise aufschiebt, umso größer wird sie, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann eine Krise ist, die das monetäre System selbst in der Weise betrifft, dass es nicht überleben kann. Und wir hatten ja nur in der Vergangenheit etliche monetäre Systeme, die alle auf dem Fiat-Geld beruht haben, die an dem gleichen Phänomen gescheitert sind. Insofern ist es auch so, dass ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum weder die EZB noch die Öffentlichkeit, noch die allgemeine breite Öffentlichkeit verstanden hat, dass das, was wir da tun, gerade gar kein Experiment ist. Ein Experiment ist nämlich etwas, was ich starte und wo ich mangels früherer Erfahrung gar nicht weiß, wo es mich hinführt. Das ist aber in unserer aktuellen Situation überhaupt nicht der Fall. Wir haben dieses Experiment nämlich schon ein paar hundert Mal gemacht in der Menschheitsgeschichte. Und zwar mit jeweils identischem Ausgang der Zerstörung des Geldsystems. Und das führt mich eigentlich zu dem Punkt, dass ich sage, der wichtigste oder fast der wichtigste Satz, den Sie vorhin zitiert haben von Hayek, ist, dass man das Geld nicht der Politik anvertrauen darf. Wir werden kein gutes Geld haben, solange wir es der Politik nicht aus ihren Händen winden. Und da sehe ich natürlich die Krise, die die Politik selbst mit ihrer geldtheoretischen und geldpolitischen Inkompetenz jetzt gerade heraufbeschwört, durchaus auch als eine große Chance. Denn dieses Fiat-Geldmonopol ist nichts anderes als ein Vehikel der Beraubung. Und diese Beraubung wird ihrer Möglichkeiten entkleidet in dem Moment, wo die Menschen Ausweichmöglichkeiten haben. Und beim Gold hat man in den 30er Jahren das ja schon mal gesehen, da hat man dann den Goldbesitz verboten in einigen Ländern. Aber man hat es natürlich trotzdem nicht in den Griff gebracht, weil die Menschen natürlich die Möglichkeit haben, ihr Gold im Ausland liegen zu lassen und trotzdem damit zu bezahlen. Das wird auch in der Zukunft so sein. Also die Möglichkeiten, tatsächlich ein scheiterndes Fiat-Geldsystem gegen den Markt und gegen gegen den Bürger auf Dauer durchzusetzen, die halte ich für begrenzt. Zumal es jetzt, wie gesagt, ja mehr als nur eine Alternative gibt. Insofern, Gold gibt es schon immer als Alternative. Jetzt kommt Kryptowährung als Alternative dazu. Und ich glaube, die 10 Jahre Kryptowährungen, die wir jetzt hinter uns haben, das wird nicht nochmal 30, 40, 50 Jahre dauern, bis sich das so sortiert hat und wir wissen, was der Markt als Gewinner identifiziert. Das wird bei weitem nicht nochmal so lange dauern. Sondern das ist einfach so, dass ich glaube, der Kryptowährungsboom, was damit zu tun hat, dass das Misstrauen, und zwar das berechtigte Misstrauen der Menschen gegenüber den klassischen Fiat-Währungen, das mit antreibt, nicht das Einzige, aber mit antreibt. Und B, dass die Krise natürlich dazu führt, dass der Markt eine Entscheidung erzwingt. Und diese Entscheidung wird sich dann relativ schnell herauskristallisieren. In dem Moment, wo das existierende System als gescheitert angesehen wird, werden die Menschen ja mit irgendwas bezahlen müssen. Da ist allerdings so, dass, wenn wir mal abstrahieren von der Frage der Wertaufbewahrungsfunktion und der Überlegung, ob jetzt ein Asset dahinter liegen muss oder nicht, da sehe ich im Moment noch erhebliche Defizite bei der Bitcoin, weil einfach die Menge der Transaktionen, die durchgeführt wird und durchgeführt werden kann, aus unterschiedlichsten Gründen im Moment noch zu klein ist, um als Massenzahlungs- und Massenzahlungsverkehrsmittel zu dienen. Also da muss man sich noch gewaltig was einfallen lassen.